Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stardew Valley mit morgen schlechtem Wetter. Was haben wir hier? Das Glück wird nicht auf unserer Seite sein. Und wir kennen bereits das Rezept. Gut, was müssen... Oh, das ist ja schön hier. Das sind die Pollen, ne? Eine Cauliflower, die brauchen wir auch. Das weiß ich auf jeden Fall, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich aufgenommen habe. Wirklich eine ganze Weile. Natürlich muss die Sachen ja gießen. Stimmt. Gut, die Spitzhacke hatten wir in der letzten Folge abgegeben. Wenn mich nicht alles täuscht. Und die kriegen wir auch so schnell jetzt nicht wieder. Die kriegen wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge wieder. Oder vielleicht sogar erst in der übernächsten. Mal sehen. Dann müssen wir auch wieder in die Minen. Wir müssen dort tiefer kommen, auf jeden Fall. Und uns da dann beim Eisen besorgen, damit wir Sprengler bauen können. Dann müssen wir nicht jeden Morgen hier so gießen. Das passiert dann alles automatisch. Einfach um das Leben gemütlicher zu machen. Mal sehen, reicht das Wasser für diese drei hier noch? Natürlich. Sehr schön. Gut. Wir haben eine Cauliflower, die müssen wir an sich auch abgeben. Wie viel haben wir denn hier? Nicht genug. Und sonst ist unser Inventar recht leer. Was ist hier so drin? Ich muss einmal hier so ein bisschen gucken, weil es alles ein bisschen her ist. Spring. Da fehlt uns auch nur noch die Cauliflower. Dann würde ich sagen, geben wir die einfach mal geschwind ab, wie wir sind. Gucken hier eventuell noch, ob wir hier irgendwelche Sachen finden, die wir mitnehmen können, verkaufen können. Aber hier ist nichts. Doch, hier sind so diese Beeren. Gib mir die. Dankeschön. So. Ich bin ein bisschen kaputt. Ein bisschen sehr. Ich war gestern, also wenn die Folge hier rauskommt, ist das schon wieder 2 Wochen her oder so. Weil ja nur alle 2 Folgen eine Folge von Stardew Valley kommt. Gut, morgen hat Pam Geburtstag in der nächsten Folge. Lass mich da bitte hin. Nö. Will ich nicht. Und ich war auf einem Geburtstag und habe da gekellnert sozusagen, also Barkeeper gemacht. Und es war einfach anstrengend. Mir tun die Beine sehr weh. Ja, das ist jetzt Meckern und Nörgeln auf höchstem Niveau. So, das hier ist das. Und dann haben wir das hier fertig. Und da haben wir Speed Grow. Okay. Und dann kriegen wir hier jetzt eine neue Tafel. Und dann lass uns doch mal hingehen und gucken, was wir da überhaupt haben. Das ist ja sehr interessant. So, einmal hier längs. Und hier runter. Zack. Und Boiler Room. Ja, okay. Das ist jetzt nicht so schwer. Das könnte ein bisschen dauern. Aber das sollte kein Problem sein. Wir werden ja sowieso irgendwann wieder in die Minen gehen, wenn wir unsere Spitzhacke wieder haben. Und dann werden wir einfach anfangen, das zu machen. Aber zuerst holen wir uns hier diese Beeren. Sag, gib mir das. Dankeschön. Na gut. Was können wir denn heute machen? Ich würde sagen, wir machen einfach ein bisschen Holz sammeln hier so. Ich weiß nicht, wie viel Holz wir überhaupt haben. Ich muss mal ganz kurz zurück und gucken. Und dass wir halt einfach genug haben, wenn wir dann einfach mal Sachen bauen möchten. Und dann werden wir auch irgendwann... Ach, hier ist so ein Ding. Zack. Ein Buch. Yeah. Sehr schön. Gut, dann den Baum hier lasse ich auf jeden Fall. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Und 2 Eisenbarren. Haben wir Eisenbarren? Wir haben einen. Schade. Und ein bisschen Holz und so, bla bla. Das können wir mitnehmen auf jeden Fall. Für das Community Center. Zack. Machen wir hier mal so ein bisschen. Zack, das, was wir halt so machen können.
dann müssen wir das alles später nicht machen. Und werden nicht so aufgehalten. Einmal hier, zack. Holen uns mal das kleine Bäumchen hier. Zack. Hier Holz und so weiter und so fort. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ihr hattet ein entspanntes Wochenende oder eine entspannte Woche oder einen entspannten Tag, was auch immer, wann auch immer die Folge hier überhaupt kommt. Ich glaube, irgendwann so 16. Mai oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich hab da so allmählich den Überblick verloren. Zack, 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 zack. Ja, den holen wir uns auch noch. Das ist einfach notwendig. Ja, komm schon, geh schneller kaputt. Zack, Steine sind momentan die Erzfeinde. Und ich würde auf jeden Fall... Moment. Weißt du, wollen wir hier vielleicht noch so einen Baum hinklatschen? Oder vielleicht hier? Hier stelle ich mir das ganz schön vor. Wir haben ja Ahorn. Dass wir das einfach hier so hinklatschen. Sieht, glaube ich, ganz schön aus, oder? Machen wir das einfach mal hier. Ich weiß nicht, ob wir das gießen müssen. Scheinbar nicht. Packen dann einfach mal hier so das hier da rein. Das. 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 Packen das mal weg und das mal weg. Achso, ja, genau. Organisieren mal. Und gehen weiter. Bringen kurz den Erdkristall weg. Und dann würde ich sagen, angeln wir ein bisschen und verkaufen den Fisch, damit wir ein bisschen Geld bekommen. Und so. Haben wir überhaupt irgendwelche Aufträge? Ups. Ja, ist jetzt nichts, was wir jetzt gerade machen können. Bin ich überhaupt... Ja, ich bin richtig. Als würde ich hier falsch laufen in Stardew Valley. Gar kein Fall. So, dann bringen wir auch einmal ganz kurz diesen Erdcrystal hier weg. Davon brauchen wir später noch ein paar mehr. Für andere Dinge. Deswegen verkaufe ich die eigentlich nicht so gerne. Ich glaube, das war hier. So. Zack. Den haben wir weg. Haben aber nicht mehr ganz so viel Energie, aber das macht jetzt nichts. Holen wir schon mal die Angel. Und würde ich sagen, gehen wir hier einfach nach rechts oben und angeln da. Und nehmen dich natürlich noch mit. Den Daffodil. Ich glaube, das ist irgendwie so eine Art Orchidee oder so. Ich habe keine Ahnung. Pflanzen ist so absolut nicht meins. So. Dann gehen wir einfach mal noch ganz kurz diese Beeren hier holen. Zack. Und fangen einfach mal an zu angeln. Ach, Entspannung. Komm schon. Beiß an. Komm schon. Auf jeden Fall war der Geburtstag sehr anstrengend. Ich hatte, also gefühlt... Ne, Moment, also ich habe ungefähr... Okay, so 7 Stunden stand ich rum. Und kam zum Sitzen vielleicht insgesamt 20 Minuten. Mit Essen eingerechnet. Da haben wir einen Chub. Zack. Ja, das hat aber viel Energie gerade gekostet. Ihr habt das genau gesehen. Aber sowas von. Wir können auch nochmal zum Strand gehen. Vielleicht finden wir dort nochmal Muscheln und sowas. Dann haben wir wenigstens noch so ein bisschen. Bitte ein bisschen höher. Dankeschön, Fisch. Danke. Ein Ballhead. Und Kohle. Wow. Dann holen wir uns einfach noch einen Fisch und dann oder vielleicht noch zwei. Und dann haben wir auch eigentlich genug. Eigentlich. So. Oh, der pace aber direkt los. Bitte ein bisschen höher, Fisch. Bitte. Ja gut, dann scheiß auf die Kiste. Dann nehmen wir die halt nicht mit. Was bist du denn? Müssen wir dich abgeben? Das sieht mir irgendwie so aus. Fischtank. River. Nee. Vielleicht hier? Ja, dich müssen wir abgeben. Dann laufen wir... Nee, wir holen uns noch ganz kurz einen weiteren Fisch, geben den hier dann ab. Und ja, dann gehen wir zum Strand. Ein bisschen die Sonne genießen, die Haut bräunen lassen. Ja, ja. So, nehme ich auf? Ja. Mikro auch an? Ja. Das ist schön.
Oh, eine grüne Alge. Ach, das war ja ranzig gerade hier. Dieser Kamscha. Oh, okay, gut, dann lassen wir das halt. Dann wollen die Fischer halt nicht. Dann möchte ich halt auch nicht mehr. Nö. Das ist jetzt vorbei. Ups, war falsche Taste. Wieso läuft er hier überhaupt? Naja, ist er so rumgelaufen ist mit diesem Schwert hier gerade. Na gut, na gut. Wie er möchte. Also dann bringen wir einmal diesen Fisch weg, den ich eigentlich gerne verkaufen würde. Weil es halt so ein Silberfisch ist. Aber, okay. Captain Ballhead habe ich auch. Oh, schade. Aber Chub brauchen wir nicht, das weiß ich ganz genau. Dann haben wir halt nur einen Fisch, den wir verkaufen können. Aber so ist das Leben, ne? So ist das. Hier steht. Ja, der steht da rum. Ich wollte in seinem Müll rumwühlen. Mann. Aber hier haben wir Beeren. Gib mir die. Zack. Oh, kaputte Grillengläser. Und wieder Beeren. Komm her. Ja. Ich muss jetzt ehrlich rumlaufen. Gut. Und hier haben wir. Gibt es hier irgendwas? Liegt hier irgendetwas rum? Irgendwo? Ja. Zack. Eine Auster. Dann gucke ich auch gleich nochmal ganz kurz nach, ob wir irgendwas abgeben müssen. Ans Community Center. Nochmal. Zack, zack. Haben wir hier noch in der hintersten Ecke vielleicht was? Nö. Also wir haben Austern und Korallen und so. Fischtank. Wir müssen eine Auster abgeben. Und sonst nichts. Ja gut, dann geben wir die halt ab. Und wir werden ja richtig arm hier. Wir verdienen gar nichts. Das Community Center frisst einfach sehr viele Sachen. Tja. Gut. Dann steppen wir nochmal fix nach oben. Holen uns hier diese Beeren. Zack. Mit den Beeren können wir jetzt noch nicht ganz so viel anfangen, aber das kommt alles noch. Wir müssen nur ein bisschen aufsteigen in unseren Leveln. Dann geht das schon. So, einmal hier wieder geschwind hin. Es wird dunkel. Es ist 20 nach 7, sehe ich gerade. Zack, zack. Und einmal die Auster. Die haben wir schon. Ich bin so doof. Das ist ja jetzt peinlich. Und 10 Minuten wurde es jetzt gerade, weiß ich nicht, 20 Grad dunkler. Das ist ja Magic. So, Straßenlaternen sind auch an. So wie auf dem Dorf. Die sind da auch immer schon um, weiß ich nicht, um 5 oder so an. Einfach mal direkt übertreiben und so. Ja. So, dann gucken wir einfach mal, verkaufen wir ein paar Sachen. Dich verkaufen wir, dich, 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 dich. Eine davon, zwei davon. Und dann geben wir hier wieder ein bisschen was rein. Dich gehen wir da rein, dich. Kohle kommt nach hier hinten. Ups. Zack. Ja, und dann guck ich mal nochmal ganz kurz hier was nach. Mit einfach mal gucken, was wir hier überhaupt so alles haben. Ja, gut. Das bringt uns jetzt nichts. Oh, unsere Katze. Wie heißt sie nochmal? Babsi. Dann legen wir uns hin. Fishing. Crab Pot. Das ist super. Das ist sehr schön. So, Foraging hat ganz schön viel eingebracht. Was war denn hier so? Ah. Und die bringen nur 5. Das lohnt sich ja gar nicht, die zu verkaufen. Und wir haben 666 Geld bekommen. Ihr wisst, was das bedeutet. Die nächste Folge wird ziemlich satanisch. Deswegen regnet es auch. Aber darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin. Ciao.